Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 Kampagne hier bei Heisenberg Zockt. So, es geht weiter. Was müssen wir noch? Ja, noch zehn Menschlein oder irgendwas in Städte bringen, dann haben wir das ja auch geschafft. Die Waren haben wir ja schon. Wenn es jetzt nicht nur noch 10 wären, Städte verbinden. Sprich Nachong mit Gui Glagli Glugli. Oder wie das heißt. Jetzt brauchen wir noch 7. Ich würde sagen, wir warten schnell. Also bevor wir jetzt hier anfangen groß rumzubasteln und dann ist es eh sinnlos oder überflüssig. Machen wir mal ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, geht das wieder runter? Wahrscheinlich ja. Das wird auch im Monat wahrscheinlich gerechnet sein. 95. Na, gleich klingelt's hier. Jawohl, und schon klingelt's. Dank deiner Bemühungen entwickelt sich die Wirtschaftsleistung der Volksrepublik prächtig. Um noch bessere Resultate zu erzielen, sollen die Kommunen künftig mehr Verantwortung übernehmen. Mhm. Die Devise lautet: Ausrüstungen werden selbst hergestellt, die Rohstoffe an Ort und Stelle gesucht und die Technik in der Praxis erlernt. Okay. Statt über eine Zentralgewalt gesteuert zu werden, soll jede Region selbst die für sie notwendigen Industrien kontrollieren. Okay. Die Stahlproduktion ist das Hauptkettenglied der wirtschaftlichen Entwicklung. Damit sie weiter wachsen wird, ist der Bauernstand gehalten, zusätzlich zur Nahrungsmittelproduktion in den Hinterhöfen kleine Hochöfen zu errichten. Ach, okay. Ich stelle mindestens eine Farm auf Stahlproduktion um und hole 50 Stahl von dort ab. Okay. Bei den Baustellen stehen nun weitere Bauoptionen zur Verfügung. Okay, ihren Bauernhof. Zum Beispiel den hier, warum auch nicht? Wir gucken mal. Es hat sich gezeigt, dass lange Wege zu viele Ressourcen binden. Viel schlauer ist es, alle lebensnotwendigen Güter dort herzustellen, wo sie gebraucht werden, um die Transportkosten zu verringern. Oh Gott, jetzt müssen wir das Ganze reduzieren, was wir vorher aufgebaut haben. Okay, reduziere die zurückgelegten Eisenbahnkilometer, also Güterkilometer, auf einen Wert unter 125 pro Monat. Das dürfte schwierig werden. Nachdem wir jetzt alles so aufgebaut haben, dass wir weit über 1000 hatten pro Monat, müssen wir das jetzt zurückfahren. Das gibt einen riesen Umbau. Ah, okay. Da muss ich sagen, das mache ich nicht so gern. Also wenn ich etwas gebaut habe, das dann wieder demolieren, weil es dann anders ist, ist nicht so meins. Aber okay, es ist wie es ist. Wir werden das machen müssen. Jetzt machen wir aber zuerst das, was wir wollten. Nämlich, zack, das wir hier kurz umstellen. Das schmälert ja nicht, was sie hier liefern, sondern das heißt jetzt ganz einfach, dass sie hier Stahl noch produzieren. Das ist okay. Wohin muss Kollege Stahl? Gibt es da irgendwo eine bestimmte Vorgabe? Jetzt hat er aber nicht aufgepasst, der Heisi. Doch, hat er. Hier hinten haben wir eine Gleisbaufabrik. Die brauchen Stahl. Okay, also das wäre eine Linie von da nach da. Und da wir jetzt diese Zusatzaufgabe haben, das machen wir jetzt natürlich nicht mit Zügen. Es wäre zwar naheliegend, wobei im Moment, die brauchen eigentlich... Ne, die machen Stahl. Das bringt nicht viel. Oder ist hier vorgegeben, wo das hin muss? Stelle mindestens eine Farm auf Stahlproduktion um und hole 50 Stahl von dort ab. Ist also egal, wo das hingeht. Allerlei Schädlinge setzen der Landwirtschaft der Volks... Die Erträge aus der Stahlherstellung auf dem Lande könnten noch erhöht werden. Für besondere Leistungen wird die Partei dir einen Orden verleihen. Selbstverständlich bist du dieser Herausforderung mehr als nur gewachsen. Auf dass die Hochöfen auf Hochtouren laufen werden. Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was erzählt er denn? Ja, der hat das hier nochmal erzählt. Stahlhersteller auf dem Lande könnten erhöht werden. Selbstverständlich bist du so. Auf dass die Hochöfen Hochtouren laufen, wir stimmen zu. Für Spitzenleistungen in der Stahlproduktion fehlt es bedauerlicherweise an den nötigen Rohstoffen. Aber du könntest die vorhandenen Maschinen zu Stahl einschmelzen, um deine Produktion zu steigern. Okay, also wir müssen Maschinen zu Stahl einschmelzen, also Maschinen zu den Farmen bringen. Okay, also zumindest wahrscheinlich zu den Farmen, die Stahl produzieren. Müssen wir das einstellen? Was ist das hier noch? Oder große Plage, allerlei Schädlinge setzen. Also, das könnten wir auch noch zustimmen. Das lasse ich mal, sonst haben wir zu viel offen, würde ich behaupten. Also, dann fangen wir mal an mit dem, was wir anfangen wollten. Das würde heißen, wir müssen hier eben eine Straße hinstellen und ein Güter. Also ein LKW-Teil. Gebäude. LKW-Station. Plus, minus. Dreh dich mal hier hin und dann machen wir eine Straße natürlich noch. Das hängt da schon dran, aber dann kriege ich die Straße nicht mehr hin. Ich baue es mal. So, und hoffe, dass ich die Straße noch hinkriege. Machen wir natürlich wieder über Land. So, 80 km/h ist in Ordnung.
Ja, ich hab's fast vermutet. Ich hätte zuerst die Straße hinstellen sollen. Wobei, so geht's auch. Passt. So, einmal hier rüber schwingen. Dann machen wir hier noch kurz M. Jawohl, damit die Schiffchen unten durchkommen. Dann würde das passen. Wir düsen hier runter. Ist eine relativ weite Strecke, ist klar. Hier geht's lang nach da. Und das passt dann schon. Dann können wir eigentlich bereits eine neue Linie machen. Da muss der Stahl hin. Und der kommt von hier. Okay, jetzt habe ich den Bahnhof erwischt. Moment, Moment. Zack, kommt weg. Da müssen wir hin. So, und jetzt klappt es auch ohne Fehlermeldung. Und das ist dann ganz einfach Bauernhofstahl. Machen wir das ganz einfach so. Machen einen LKW dahinter. Das passt. Die übliche Frage nach einem Depot. Da haben wir doch eins. Wunderbar. Wir brauchen Cargolastwagen, die Stahl transportieren können. Das wäre er hier. Ja, und zwar, so wie es aussieht, nur er hier. Kaufen wir mal. Wir müssen 50 Einheiten transportieren. Kaufen wir mal 3 Stück. Linie zuweisen. Bauernhof Stahl. Dann haben wir das gemacht. Das können wir also aus den Augen lassen sozusagen. Dann haben wir die großen Plagen. Da müsste ich erst zustimmen. Das lasse ich. Ja, das alles reduzieren. Boah, das ist ja eine Riesenarbeit. Wir müssen eigentlich im Prinzip alle Güterzüge verkaufen und auf LKW umsteigen. Weil 125 ist ja dann doch relativ ganz bitter. Und da muss man auch bedenken, das kostet Geld. Ich kann die Züge natürlich ins Depot schicken, da könnten wir die später wieder verwenden, statt dass ich sie jetzt verkaufe. Wie sieht das aus? Bist du ein Güterzug? Du bist ein Güterzug. Wir müssen aber wissen, was für einer. Was machst du? Du lieferst Waren nach Suining. Wir könnten ja eine Straße bauen, der Schiene entlang. Das ist tatsächlich, also wenn ich das richtig verstehe hier, ist das eine Mammutaufgabe. Also der fährt hier hin und bringt hier, ne, der holt dort die Waren, bringt die hier hin. Okay, und die werden dort abgeliefert. Also, oder haben wir eine viel längere Strecke? Ich würde sagen, wir fangen trotzdem mal hier an. Bei dem. Also, die Linie können wir ja lassen. Der Zug, der muss ins Depot. Das wäre wahrscheinlich hier. Gewähltes Fahrzeug ins Depot schicken. Das klappt auch. Dann haben wir einen weniger. Jetzt müssen wir halt im Prinzip die längste Güterstrecke, die wir haben, noch finden. Beziehungsweise wir sollten das hier eben jetzt noch kurz ändern. Ah, das geht halt massiv ins Geld. Oder einfach mal alle rausschmeißen und das sozusagen schaffen. Und dann wieder auf Züge umstellen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das heißt, wir müssen das halt relativ zügig machen. Die Länge einer Linie, die sehe ich glaube ich tatsächlich nicht. Sondern das müssen wir irgendwie so machen. Ja, dass das einmal eine gewisse Länge hat. Wenn wir hier schauen, Linie. Ja, das ist eine Personenzuglinie. Die können wir schon mal kippen. Weil die zählt nicht. Hier haben wir doch noch irgendwas Längeres wahrscheinlich. LKW, Food, das ist genau nicht, was wir brauchen. Was fährt hier auf dem Teil? Food Leshan, Getreide Ziyang. Okay, das könnten wir kappen. Das kappen wir mal. Muss ich nochmal gucken, wie ich das am besten mache. Nicht Haltestelle hinzufügen. Nein. Sondern wir machen das Fahrzeugliste. Machen das Auge. Aha, haben wir hier keine Fahrzeuge? Was ist das denn? Hä? Da müssen doch die Fahrzeuge erkannt werden. Naja, machen wir es halt so. Also du in Richtung Depot. Aha, der kann keinen Weg in ein Depot finden. Das heißt, wir machen kurz Pause. Bauen dem Depot, so wie wir es früher tatsächlich auch gemacht haben bei ja, Train Fever und Transport Fever. Depot, zack. Und ich mache hier unten hin, sodass du reinkommst. Geht jetzt tatsächlich nicht um die Schönheit, sondern es geht einzig und allein darum, dass der hier den Weg reinfindet. Und das müsste jetzt eigentlich der Fall sein. Wir lassen ihn da laufen. Fahrzeug verwalten, Depot. Und dann klappt das auch. Wo haben wir hier weitere Züge? So, wir werden natürlich jetzt ein bisschen Geld verlieren. Ganz einfach, weil diese Linien alle nicht mehr funktionieren. Da ist noch einer. Kommt der ins Depot rein dort hinten? Das ist die Frage. Wir testen es mal. Nein, funktioniert auch nicht. Okay, ihr ahnt, was kommt. Genau, wir bauen hier nochmal ein Depot. Und zwar hier hinten. Dann ist das halt die Investition. Ein bisschen was investieren muss man, sonst wird das nicht funktionieren. Wenn ich dich hier, sagen wir, hier hinstelle, kommen wir da irgendwie ins Gleis rein? Von der Seite? Ich hoffe es doch mal. Raus mal. Jetzt mal gucken. Kollege Gleis ist ein bisschen weit unten. Ja, aber funktioniert schon. Wenn wir das... Nee, funktioniert tatsächlich nicht. Come on. Na, hier rausgehen. Ja, das ist halt schon ein bisschen weiter unten. Machen wir hier mal. Ja, wir haben schon maximale Steigung.
Jetzt habe ich wieder ein Depot gebaut, das nicht funktioniert. So funktioniert es. Dann machen wir es ganz einfach. Gehen in das Gleis und gehen in das Gleis. Müssen wir nicht mal, der kommt ja eh von der anderen Seite. Gut, dann passt das aber. Dann können wir den hier schnappen. Fahrzeug verwalten. Ab ins Depot. Können wir da laufen lassen. Dann haben wir schon mal zwei. Was machst du? Getreide Chengdu. Ich würde sagen, ab ins Depot. Funktioniert. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir unter die 125 kommen. Das wird relativ schwierig. Wahrscheinlich müssen wir bald alle Güterzuglinien stoppen. Ich werde die aber relativ schnell hoffentlich wieder in Gang bringen, wenn ich die Züge dann wieder finde. Dann müssen wir einfach die Depots durchsuchen. Wir haben den 12. Wir sind eh schon wieder bei 122. Das heißt, wir haben immer noch zu viele Güterzüge, definitiv. Dann gehen wir mal zu dir. Waren Ziyang, Fahrzeug verwalten. Jawohl, klappt. Der ist auch weg. Du musst auch weichen. Jawohl, funktioniert auch. Die haben alle Zugang zu einem Depot. Wollen wir sonst noch Güterzüge? Wenn ich gerade welche sehe, dann können wir die gleich mal ins Depot schicken. Hier unten vielleicht. Ne, das sind Autos, Autos, Autos. Zu Beginn haben wir ja mit Autos gebaut. Hier ist auch nichts. Der fährt ins Depot. Der hier, was macht der? Waren. Okay, Depot. Ne, klappt auch nicht. Ja, und das kommt, genau. Wir bauen heute ein paar Depots hin. Ganz einfach, weil wir müssen. So, einmal drehen, den ganzen Spaß. Zack, Gleis. Da rein. Und perfekt, passt. Jetzt können wir ihn wieder nehmen. Fahrzeug verwalten, Depot. Laufen lassen. Und schon haben wir einen weniger. Wir brauchen noch mal weniger. Ich glaube, wir müssen bald alle oder fast alle Güterzüge tatsächlich ins Depot schicken. Oder sollen wir es mal ein bisschen laufen lassen und uns hier irgendwie dem noch widmen? Weil das ist natürlich auch noch eine Aufgabe, die wir haben. Wenn ich jetzt gerade noch mal einen Zug sehen würde, dann würde der auch noch kurz verschwinden. Aber ich glaube, nein, ich glaube nicht nur, sondern ich sehe gerade im Moment keinen mehr. Ja, wir müssen aber noch welche haben, sonst würden nicht welche fahren. Naja gut, wie gesagt, dann ist das mal ein erster Schritt, den wir gemacht haben. Auf der anderen Seite, es ist zwar blöd, jetzt das andere anzufangen. Ganz einfach, ihr ahnt es, weil wir natürlich jetzt massiv Geld verlieren, weil wir keines mehr verdienen, wenn keine Züge mehr fahren. Ich schau mal nochmal. Der fährt ins Depot, der macht, was er muss. Ich guck mal bei den Linien. Thema Zug. Das ist nicht der Zug, hier haben wir den Zug. Das ist der Personenzug, hier haben wir noch Plastik. Zack. Ja, klappt auch nicht. Wo bist du? Du bist hier. Okay, kommst du von hier aus ins Depot? Nein. Dann müssen wir dir auch nochmal kurz helfen. Ja, hier ist halt gar nichts. Er könnte ins Depot, wenn ein Bahnhof drin ist. Wir lassen den mal fahren. Machen schnell. So, wenn er dort dann drin ist und wendet, dann müsste er ins Depot reinkommen, wenn er nicht zu lang ist. Und das ist er nicht, man sieht's. So, schon klappt das. Das ist eigentlich besser, wenn man hier mit der Linie guckt. Ja, jetzt haben wir noch einen einzigen Zug. Das heißt, wir müssen hier auf 0 kommen, genau. Also das würde passen. Das werden wir jetzt einfach laufen lassen müssen. Wie sieht es hier genau aus? Liefere Maschinen zu den Farmen, um die Stahlproduktion zu steigern. Das sind die hier. Okay, jetzt könnte man natürlich warten, bis das sozusagen angenommen wurde. Bis das zählt. Pro Monat, jawohl. Bis das zählt, dann könnten wir jetzt wieder Zuglinien machen. Aber sonst werden wir halt mal schnell schauen. Maschinen. Wo kriegen wir Maschinen her? Maschinen, Maschinen. Zum Beispiel die hier produzieren Maschinen. Allerdings produzieren sie die nicht, wenn sie kein Getreide kriegen. Getreide kriegen sie nicht, weil wir die Züge gecancelt haben. Hehe, wie fies ist das denn? Arg! Haben wir nicht irgendwo? Hier haben wir doch auch noch, aber die brauchen auch Getreide. Müsste ich den Zug wieder installieren, dann haben wir aber je nachdem wieder die Gefahr natürlich. Ja, ganz einfach. Oder Moment, sind das LKWs für Getreide? Ne, das sind LKW-Waren. Das sind aber schon Maschinen hier. Was macht der mit Waren? Naja, wird auch seine Richtigkeit haben. Oder hatte zumindest mal seine Richtigkeit. Hat es hier mal Waren gegeben? Stellen die automatisch um? Jetzt kommen wir wieder zu der Frage. Naja, ich würde sagen, wir werden hier mal mit Autos noch Getreide liefern. Damit wir wirklich hier an die Maschinen kommen. Anders wird es nicht funktionieren. Also Straße. 100 km/h ist in Ordnung. Das wird jetzt einen Batzen kosten. Das wird einen ordentlichen Batzen kosten. Moment. Das ist aber auch eine unruhige Gegend hier. So, dieses Gewellte und so weiter. Nicht gewählt, sondern gewellt.
Nein. Und dann haben wir hier ja eigentlich schon LKW-Port. Jawohl, du hast die Fabrik dort. Hier unten brauchen wir aber... Ne, da haben wir ja auch einen LKW-Port. Da kommen wir auch ran. Passt. Also, dann brauchen wir eine Linie. Cargo. Dankeschön. Und hier auch Cargo. Aha, Haltestellen passen nicht zusammen. Das ist doch eine Cargo-Haltestelle. Was habe ich denn jetzt hier unten wieder erwischt? Das Falsche. Den Bahnhof natürlich. Okay, Chengdu, Weiche. Jetzt funktioniert. Dann ist das Getreide. Machen wir hier aber... Moment. Getreide. LKW. Notlösung. Weil das wollen wir nicht ewig so behalten. Da werden wir da auf den Zug umstellen, sobald wir das dürfen. Gut. Ein Depot haben wir hier. Kaufen. Cargo. Für Getreide. Das wäre zum Beispiel er hier. Ja, da brauchen wir eine ganze Ladung, damit hier auch ein bisschen was passiert. Okay, das hätten wir. Und jetzt haben wir hier die Maschinen. Und die Maschinen sollen zu Bauernhöfen. Die sollen aber, glaube ich, zu Bauernhöfen. Ja, Getreide. Doch, doch, das passt. Ja, zum Beispiel zu ihm. Also die können eigentlich dann gleich Maschinen zurücknehmen. Wenn wir hier noch Folgendes machen. Zack. Okay. Jetzt bist du. Du bist aber schon immer noch ein Bauernhof. Okay, nee. Irgendwie das Bauernhof sein hat er jetzt hier ganz eingestellt. Du solltest da nicht beides sein. Bauernhof. Moment. Farm zur Produktion von Stahl. Jetzt hat es geklappt. Jetzt ist aber immer noch ein Bauernhof. Ja, ja, okay. Sonst, das wäre natürlich Käse. Dann kriegen wir hier wieder kein Getreide mehr, wenn wir Getreide brauchen. Gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, mit den LKW stimmt ja sowieso einiges nicht mehr. Also das sind die neuen, aber was machen die anderen hier mit Waren? Wir haben hier keine Waren. Oder hatten wir hier Waren? Vom Zug her? Das kann natürlich sein, dass hier Waren ankamen. Gut, also die fahren dahin. Ja, im Prinzip sollte hier... Das können wir ja eigentlich einstellen. Die können doch beides machen. Können die Maschinen transportieren? Die hier? Ja, die können Maschinen transportieren. Also, dann ist das ja eigentlich fast schon perfekt. Dann brauche ich die Linie. Linie verwalten. Das würde heißen, hier unten in Chengdu Anbau. Sollt ihr aufnehmen, Maschinen. Also, laden. Entladen. Warum stehen hier keine Maschinen? Arg. Warum haben wir jetzt nur ein Menü mit Kohle, Erz und... Weil die wahrscheinlich zu viele Güter haben. Das kann ich nicht einstellen. Ist aber eigentlich auch egal. Die fahren ja noch hin und her. Wenn hier Maschinen liegen, müssen sie die ja nicht automatisch mitnehmen, weil hier hinten haben wir ja einen Bedarf an Maschinen. Okay, das würde schon mal passen. Wie sieht es hier aus? Ist der Monat echt noch nicht rum? Ich brauche meine Züge wieder. Da unten haben wir nochmal Maschinenproduktion. Da steht aber halt auch alles still. Das ist ein bisschen blöd. Ich würde sagen, dann machen wir Folgendes. Wir warten, beziehungsweise stellen schneller. Ganz einfach, damit wir das hier weg haben, damit wir die Züge wieder aktivieren können. Nachher aktivieren wir sie und dann kommt ja jetzt die Züge, die kosten alle zu viel. Stell mal um auf Luftfracht. Ich sehe es kaum. Ich muss sagen, ich finde das bis jetzt fast die mühsamste Mission, weil ich tatsächlich einfach nicht wirklich gerne Sachen, die ich gebaut habe oder Strecken, die ich gemacht habe, wieder deaktiviere. Das ist einfach irgendwie nicht cool. So, wie sieht's aus? Habt ihr Getreide dabei? Die nehmen Brote mit. Das ist jetzt wohl LKW Food Chengdu. Okay, ihr macht, das macht ihr eh richtig. Aber eigentlich solltet ihr hier Getreide mitnehmen. Die stellen überhaupt kein Getreide mehr her. Das ist ja voll doof. Die stellen noch Getreide her. Da könnten wir noch hindüsen. Ja, dann machen wir das mit der Linie anders. Ich dachte, man kann das umstellen und dann stellen sie Stahl und Getreide her. Also, die Getreidelinie, die muss nicht hier hin, nach Ziyang Transfer. Sondern die muss hier hin. Hier gibt es Getreide. Zack. Passt. Gut, können wir lassen. Sie müssen halt anders fahren. Und die Maschinen, die müssen dann aber eben trotzdem nach hier hinten. Das heißt, ich muss hier nochmal kurz so ein LKW haben. Bist du die Notlösung, wenn ich dich erwischen würde? Ah, come on. Pause. Jetzt hätten wir eh gerade Autosave gehabt. Nein, das ist was anderes, da muss ich aufpassen. Brauchen Notlösungskollegen. LKW Food. Wo haben wir denn die Notlösungen? Alle versteckt. Sag mal, hier sind welche. Ja, LKW Notlösung. Also wir düsen nach hier hinten, holen Getreide. Das Getreide muss hier runter. Und mit den Maschinen müssen sie dann dorthin. Also Linie verwalten.
Das ist Chengdu Anbau. Ja, ich mache die nochmal schnell. Die Linie. Sie müssen von hier mit Maschinen nach hier. Und dann hier mit dem Stahl. Ne, Blödsinn. Jetzt habe ich ihn durcheinander. Mit Maschinen müssen sie... Was müssen sie? Come on. Hier haben wir... Ich muss nochmal raus. Also, hier müssen sie Getreide hinbringen. Von da hinten. Dann machen wir das zuerst. Also, kann ich die Linie bitte nochmal haben? Fahrzeug verwalten. Zack. Die Linie. Das funktioniert so nicht wirklich. Ich brauche die Linie. Auge. Wo ist mein Getreide? Meine Getreide-Notlösung. Jetzt ist er weg. Echt jetzt? Bin ich hier auch noch verrutscht? Getreide. Achso, ich bin beim Zug. Ich hab's gleich. Notlösung. Da, jetzt haben wir die Linie. Linie verwalten. Dankeschön. Also. Von Chengdu Anbau. Das haben wir hier unten. Das machen wir nochmal weg. Muss so zuerst nachher hinten das Getreide abliefern. Stimmt das? Jetzt habe ich echt komplett das Durcheinander. Gibt's doch nicht. Nee, er muss Getreide bringen. Von da muss er Getreide hier hinbringen. Von hier müssen die Maschinen nach dort. Ja, jetzt habe ich es wieder raus. Okay. Jetzt muss ich die Linie nochmal suchen. Linie. Notlösung. Okay. Linie verwalten. Nochmal alles weg. Ja, ich weiß, dass ihr jetzt einen Fehler habt. Das werden wir gleich korrigieren. Getreide. Getreide. Und dann mit dem ganzen Zeug hier rauf. Zack. Und von hier geht es wieder nach da. Mit Stahl. Das ist eigentlich nicht richtig. Den Stahl bräuchten wir. Ja, das können wir nachher gucken. Die sollen hier keinen Stahl mitnehmen. Die sollen da oben dann das machen, was sie machen. Ja, ob das klappt? Na, ich bin gespannt. Weil das gibt ja hier Stahl. Und der Stahl, der sollte... Wohin sollte denn Kollege Stahl? Ich habe doch schon mal geguckt. Das ist aber auch... Ich habe das Gefühl, es ist jedes Mal wieder ein bisschen anders. Nee, ist es wahrscheinlich nicht. Stahl nach... Haben wir nur hier unten Bedarf nach Stahl? Also hier stellen sie Stahl her. Also dort haben wir Bedarf nach Stahl. Okay. Das ist ein relativ weiter Weg. Ich warte jetzt, bevor ich irgendwas anderes mache, ich stelle hier auf schnell. Ich warte, bis dieser Monat rum ist, weil das ist wirklich doof. Die ganze Zeit mit LKWs zu arbeiten, dann kriegen wir die Züge zurück und dann muss ich dort wieder umstellen. Also das macht keinen großen Sinn, würde ich sagen. Maschinen einschmelzen, das ist sowieso, die Aufgabe ist nicht, dass wir in dem Sinn Stahl produzieren, sondern dass wir die Maschinen einschmelzen, damit sie dann wieder Stahl produzieren könnten, wenn ich das hier richtig verstanden habe. Gut, Stahl abholen haben wir ja auch noch. Stelle mindestens eine Farm auf Stahlproduktion um und hole 50 Stahl von dort ab. Das hätten wir ja hier. Aber habe ich da nicht auch schon eine Linie gemacht? Vor Unzeiten? Getreide, Getreide. Nee, also das wäre ja genau so eine Dingens. Gut, damit müssten wir eben dorthin, wo sie Stahl brauchen. Soweit war ich schon mal. Das wäre... Es ist ja tatsächlich, also wenn ich jetzt nicht komplett irgendwas übersehe... Ja, dann ist das nur hier unten, wo sie tatsächlich Stahl brauchen. Na, das ergibt ja eine Riesenstrecke. Das würde ich dann tatsächlich, wenn, da mit dem Zug machen. Also warten wir. So, wir sind auf Volltempo. 24.04. Es dauert natürlich ein Momentchen, bis wir den Monat rum haben. Aber ich würde sagen, wir machen das so. Wir machen hier ein Päuschen und dann werden wir in der nächsten Folge nochmal ganz kurz warten, bis wir eben tatsächlich diesen Monat rum haben, damit wir zu unseren Zügen zurückkommen. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch hat es gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich. Moin wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.